Das sind Geimpfte genauso ansteckend wie Ungeimpfte? Das ist ja die Frage, um die sich alles dreht. Ich würde diese Frage gern an Herrn Kulden geben und an Herrn Silberstöcker. Ja, also das muss man auch differenziert beantworten, weil das hängt von dem Impfstoff ab und von der Zeit nach der Impfung. Es ist so, dass wir haben ja bisher jetzt 4 Impfstoffe benutzt in Deutschland, 2 mRNA-Impfstoffe, Pfizer und Moderna, und dann 2 sogenannte Vektorenimpfstoffe, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Und all diese Impfstoffe haben zumindest laut Hersteller in der Zeit direkt nach der Impfung eine Wirkung so um 90%. Das heißt, dass der Schutz, wenn man geimpft ist, hat man, oder wenn man, der Geimpfte hatte dasselbe, also ungefähr 10% so viel Risiko, sich anzustecken wie ein Nicht-Geimpfter. So. Dieser Schutz nimmt aber rapide ab. Und nach 6 Monaten ist es bei dem Pfizer-Impfstoff, bei dem AstraZeneca-Impfstoff und bei dem Johnson & Johnson-Impfstoff auf jeden Fall unter 20% gefallen. Und man sagt, dass ein Impfschutz unter 50% ist schon nicht mehr sehr gut und unter 20% kaum klinisch relevant. Bei Moderna scheint es ein bisschen besser zu sein. Da ist man nach 6 Monaten bei ungefähr die Hälfte. Aber auch dort ist es natürlich so, dass man möchte am liebsten gegen Null kommen. Also, aber man ist bei 50%. Das heißt, klinisch relevant oder im Sinne einer Eindämmung der Infektiosität dürfte das nicht sehr wirksam sein. Und wir wissen inzwischen auch, dass wenn jetzt geimpfte Menschen sich anstecken, dass die Menge an Viruspartikel, die sogenannte Viruslast, die sie tragen, gleich ist, als wenn sie nicht geimpft wären. Und dass sie möglicherweise, also wahrscheinlich ungefähr gleich lang ansteckend bleiben. Das heißt, wenn sie sich dann anstecken, sind sie, als ob sie mehr oder weniger, als ob sie ungeimpft waren. Das heißt, nach 5, 6 Monaten bei den Impfstoffen ist diese Impfwirkung, diese Schutzwirkung für die man sagt epidemiologischer Sicht, also für die Pandemie-Eindämmung nicht mehr wirklich relevant. Was bleibt, ist ein gewisser Schutz, ein persönlicher Schutz gegen den sogenannten schweren Verlauf. Der ist in der Tat nach wie vor vorhanden, auch nach 6 Monaten vorhanden. Allerdings ist er leider bei der Risikogruppe, die Herr Mannheim schon angesprochen hat, bei den älteren Menschen über 60-Jährigen auch sehr stark abgenommen, sodass wir bei den Hospitalisierungen der über 60-Jährigen sehen inzwischen in dem neuesten Bericht des Robert-Koch-Institutes, dass 60% der hospitalisierten über 60-Jährigen in Deutschland doch vollständig Geimpfte waren. Und daran kann man sehen, also um hospitalisiert zu werden, muss man schon relativ krank sein, dass auch hier es doch und gerade bei der vulnerablen Gruppe, die wir schützen wollen, doch zu einer signifikanten Abnahme der Schutzwirkung kommt nach einer gewissen Zeit.